Also Leute, auf einer Skala von 1 bis 10, Hundewelpe aussuchen ist für mich ungefähr auf Platz 1. Ich hatte mich übrigens ein bisschen geschminkt für euch, ich hatte mir auch die Haare zurecht gemacht, aber schwamm drüber. Was ich euch erzählen wollte ist, wir sind Anfang des Jahres zu einem Züchter-Ehepaar gefahren, von dem wir gehört hatten, und haben uns einen Welpen ausgesucht. Wir durften uns einen kleinen Rüden aussuchen. Die Zeit war reif, wir hatten alles geplant und dann war es soweit. Wir hatten die Auswahl zwischen einem braunen und zwischen einem grauen, das nennt man auch blau, dann die Fellfarbe. Und ja, es war eine schwere Entscheidung, das kann ich euch sagen. Was wir da erlebt haben, das seht ihr jetzt. Darf ich vorstellen, Whippet-Männchen Herr Blau und Whippet-Champ Herr Braun. Das sind die beiden Kerlchen, einer süßer als der andere. Welchen nehmen wir da? Und wer ist überhaupt wir? Okay, da muss ich euch noch kurz meine Frau vorstellen. Das ist sie. Wir sind seit 2014 verheiratet und ziemlich oft einer Meinung. Wie gesagt, oft. Leider aber nicht in der Frage, welcher von beiden Welpen es werden soll. Das ist jetzt auch nicht so, dass ich auf den Braunen bestehe. Er hat mir nur sehr gefallen. Aber kurz von vorn. So haben wir unseren Welpen gefunden. Ich habe im Internet nach Wurfmeldungen zu Whippets gesucht und auf der Seite des Deutschen Windhundzucht- und Rennverbandes haben wir dann aktuelle Würfe gefunden. Einer war ganz in der Nähe. Das waren die ersten Fotos der beiden in Frage kommenden Rüden. Der eine grau bzw. blau, wie die Farbe auch genannt wird, der andere braun. Und als die Kerlchen knapp 5 Wochen alt waren, sind wir hingefahren zum Aussuchen. Ich möchte über den grauen. Also den blauen. Den Labrador. Das ist kein Labrador. Der hat so langes Fell, so struppeliges langes Fell. Und der sieht so süß aus. Auf den Fotos. Aber der Braune mit der schwarzen Maske sieht aus wie Zorro. Sieht so hübsch aus. Schönes, braunes, nicht kaffeefarbenes Fell und dann so eine schwarze Nase. Du weißt, dass diese schwarzen Masken ganz schnell grau werden, ne? Also die Hunde sind dann ganz schnell grau. Also so du hast dich doch auch für eine dunkelhaarige entschieden. Du wirst nicht drauf. In 100 Meter nach rechts abbiegen. Sie sind beide entzückend. Sie sind beide ganz süß. Okay, was glaubst du, für welchen wir uns entscheiden? Meinst du, es wird eher der Blaue oder es wird eher der Braune? Ich sag dir, wie es ist. Ich sitze jetzt hier und hoffe total, dass es der Blaue wird. Ich weiß, du hast ja schon davon geträumt. Du hast in der Nacht geträumt, dass es der Blaue wird. Ich weiß. Und von da an habe ich gewusst, ich habe ein Problem. Ich wollte ja auch immer fahren. Jetzt auch links? Ja, ich würde mal links fahren. Ich habe den Überblick verloren. Ich bin aufgeregt. Ich wollte früher ja auch immer blau. Als zweit. Was glaubst du denn, welcher es wird? Oder kannst du das gar nicht sagen? Ich kann es nicht sagen. Ich glaube, dass du total voreingenommen bist und du willst, dass es der Blaue wird. Genau. Und deswegen wird es ziemlich schwierig für den Braunen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich auf dem Braunen bestehe. Er hat mir nur sehr gut gefallen. Und es wird davon abhängig sein, wie die so drauf sind. Hast du gesehen, welche Farbe mein Pulli hat? Das ist gemein. Rocky, sag doch auch mal was. Ich glaube, dass der richtige Hund sich meldet. Also, dass wir das spüren. Wir sind glücklich und aufgeregt und gespannt. Und wir hoffen, dass wir uns auch entscheiden können zwischen den beiden.
Züchter John begrüßt uns. Rocky darf noch im Garten toben, dann geht's nach drinnen, zu den Kleinen. Die Babys sind zu fünft. Es gibt eine weiße Hündin mit braunen Flecken. Ihre Schwester ist blau. Dann gibt's einen Rüden mit blauem Gesicht und wir dürfen zwischen diesem blauen Rüden aussuchen und dem braunen Kerlchen hier. Ich bin so gespannt, welcher uns am Ende besser gefällt. Und wir lassen die beiden Zwerge auf uns wirken. Ja. Der hat mir ins Gesicht geguckt eben. Sitz und Pfote, den nehmen wir. Na? Kleiner Räuber. Du hast aber eine spitze Zähne. Ich habe das Gefühl, der hat sich schon entschieden. Der Braune hat sich schon entschieden. Aber wir wollen über die beiden Welpen jetzt noch ein bisschen mehr wissen. Zum Beispiel, was Züchterin Susan über die beiden charakterlich so sagen kann. Und er ist der, wo du sagst, dass er eher alleine spielt? Der liegt immer für sich alleine. Also er macht das, wenn er Lust hat, sag ich mal so dazu. Ne? Und der kleine Mann, was zeichnet den aus? Der ist agil. Agil? Der ist agil und der spielt auch hier mit ihr. Also er ist eher der Einzelgänger? Ja, das schon auch immer. Während die Hundebabys sich stärken, fahren wir mit unseren Eindrücken von den süßen Kerlchen erstmal nach Hause. Auf der Fahrt haben wir fast kein Wort gesprochen. Welcher soll es werden? Erst zu Hause wollen wir uns gegenseitig unsere Entscheidung verraten. Hat uns beiden der Blaue besser gefallen oder beiden der Braune? Und was machen wir eigentlich, wenn wir uns immer noch uneinig sind? Die Spannung steigt. Wir machen es uns trotzdem erstmal gemütlich. Wir wollen unsere Entscheidung beide gleichzeitig auf einen Zettel schreiben und ihn uns dann gegenseitig zeigen. Welche Farbe möchtest du? Hoffentlich sind wir einer Meinung. Zeig, was du geschrieben hast. Ja, es ist wahr. Jetzt habe ich mich auch für den Braunen entschieden und wir sind so froh, dass wir uns einig sind. Also, du bist hingefahren und hast gedacht, blau. Ich bin hingefahren und habe gedacht, blau. Und ich muss sagen, als ich den das erste Mal auf dem Arm hatte, dachte ich eigentlich immer noch blau. Weil er auch so süß zu mir war. Der war so süß zu mir. Aber dann, als mich der andere dann angeguckt hat, das war noch viel krasser. Ich habe mir einfach nur zwischendurch immer gedacht, der ist so ein kesses Kerlchen, ob der zu kess ist für Rocky und ob die beiden dann irgendwie Stress miteinander kriegen. Das ist so die einzige Sorge, die ich so ein bisschen habe dazu. Ich konnte zu dem Blauen keine Beziehung aufbauen. Der hat mich nicht angeguckt, der hat mich nicht angeknabbert, der hat mich nicht. Gar nichts.
der saß auf meinem Arm oder lag da wie ein Kaninchen, aber war nichts los. Mhm. Das Null hat sich mir null geöffnet. Er hat nicht so wach aus den Augen geguckt wie die anderen. Und ich finde, dass er im Wurf mit Abstand der ruhigste und zurückhaltendste und schwächste ist, auch von der Körperspannung her, fand ich ihn eher schwach. Mhm. Und das kann sich alles noch ändern, klar, aber das ist einfach dann nicht der Kandidat, wo man so denkt, ja, das ist es. Übrigens, diese Aufnahmen habe ich 2 Wochen später gemacht. Das blaue Kerlchen hat ordentlich aufgeholt und ist mittlerweile putzmunter. Wir sind trotzdem froh, dass wir uns für den kleinen braunen Mann entschieden haben. Und wir haben auch schon einen Namen. Wegen seiner schwarzen Maske wird er Zorro heißen. Hoffentlich hat es euch gefallen und ihr schenkt uns ein paar Likes. Vielleicht abonniert ihr auch den Kanal. Und so geht's nächste Woche weiter. Dieser junge Mann muss akzeptieren, dass er einen neuen Mitbewohner bekommt. Wird er das? Wie wird er das? Und machen wir alles richtig? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es sehen. Ihr seid dabei hoffentlich. Sonntag ab 9 Uhr ist die neue Folge online. Und das bekommt ihr dann unter anderem zu sehen. Bis dann und tschüss. Rocky lernt den Welpen kennen, denn Zorro zieht ein. Geht das gut mit den beiden?